die keiner kontrollieren kann. Das, ja, ich glaube aber schon, dass die Brutalität wirklich extrem zunimmt. Und auch in dem Film Teenage Angst gibt es jemanden, der versucht zu schlichten oder zumindest ein Vorgesetzter, ein Lehrer, wie man ihn sich wünscht, toller Lehrer. Aber es gelingt ihm nicht so richtig. Wir gucken mal kurz rein, damit wir einen Eindruck kriegen. Teenage Angst. Ich bin dabei. So einfach geht das natürlich nicht. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein für alle Mal der Alibi-Haltung und der Kinderkacke des Internats abzuschwören. Verzicht, Moral, Disziplin. Komm. Bullshit, Mann! Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Jetzt mach mal eine Dogge! Mach eine Dogge! Was willst du, Konstantin? Nur so ein bisschen Spaß? Oder alles, was möglich ist und das dahinter? Teenage Angst. Man sieht sie als Schauspieler, sie waren aber auch Co-Produzent. Das war ja nicht von Anfang an so geplant. Ja, tatsächlich. Also für mich ist das Geld, was man zur Seite legt, ja sozusagen die Sicherheit, dass man auch mal ein Drehbuch ablegen kann und sich über Flauten rettet. Und jetzt war aber bei uns das Problem, dass wir in ungefähr der Mitte der Dreharbeiten auf einmal finanzielle Probleme hatten und das Budget aus war. Und jetzt standen wir vor der Möglichkeit, entweder das Ganze abzublasen oder Alternativen zu finden. Und ich hatte noch ein bisschen was auf der Seite, wie gesagt. Und ich bin nicht derjenige, der jetzt sich feiern lassen will als großer Förderer der Kunstszene und so. Aber es war einfach klar in dem Moment, Mensch, das ist was Besonderes, das müssen wir machen. Und bevor du jetzt nur noch Filme über Käse drehst, ja, kann auch gut sein. Kann auch gut sein, ja. Aber dann machst du so einen Mehrwertfilm, der dich auch zum Schluss irgendwie ein bisschen beglückt am Ende des Jahres. Weil ich habe das ausprobiert. Es gab Jahre, da hatte ich etwas mehr Geld und hab das getreu dem Motto von Hildegard Knef, das Geld geht, die Schande bleibt, dann irgendwie so umgeleitet, dass ich gesagt habe, okay, ich will ab und zu auch mal einen Film machen, der Mehrwert hat und der also auch meinen kulturellen Ansprüchen entspricht. Und das war bei Teenage Angst der Fall. Und ist es richtig, dass das Geld vom Deutschen Fernsehpreis stammte? Ja, aber das war das Wunder. Und deswegen glaube ich nach wie vor jetzt mittlerweile an den Filmgott, ja, weil ich habe das auf Pump gemacht. Ja, ich habe das auf Pump gemacht und dachte mir, oh fuck, jetzt hast du hier zugesagt und hast es eigentlich gar nicht. Und dann kam ich mit diesen dicken Batzen Minus aus den Dreharbeiten und dachte mir, ja, ja, kulturell hin oder her, aber jetzt hast du wirklich ein Problem. Und Schauspieler haben jetzt keinen großen Dispo, ja, weil Freiberufler, ja, und vor allem junger Schauspieler. Und dann kam tatsächlich der Fall, dass ich dann auch lange nicht gearbeitet hatte. Und dann rief meine Agentin an, übrigens die gleiche wie von Frau Tomala, und meinte, ja Franz, also Networking, ab sofort ist das die Tagesordnung, du fährst jetzt zum Fernsehpreis, wir haben da noch eine zweite Einladung und komm da mal hin. Ich so, ey, ja, Flugzeug teuer, bla, ich habe keine Kohle, was soll ich denn machen? Bin ich also mit der Mitfahrzentrale da hingefahren. Auf eigene Kosten angereist. Auf eigene Kosten, das war furchtbar, weil ich musste mir noch ein richtig krasses Gespräch über Jesus antun mit der Fahrerin. Ja, ja. Aber es war kein Vergleich zu der Veranstaltung, die dann folgte. Nichts, und dann kam ich da an, ja, also ja. Da kam ich dann dort an und auf einmal dachte ich mir schon, warum habe ich nur so einen guten Platz? Ja, und ich dachte mir, Connection, Connection. Und dann kommt dieser Förderpreis und ich ziehe mir noch die Socken hoch und denke mir, Haltung annehmen, gönn's dem jungen Kollegen oder der Kollegin. Ich habe Alice Dwyer so im Augenwinkel gesehen, dachte mir, ja klar, ich höre an jeder zweiten Ecke Alice Dwyer. Ja, das wird sie wahrscheinlich sein im Förderpreis. Und dann sagen die Franz Dinder. Und ich dachte mir nur so, das ist nicht euer Ernst. Wusste da auch noch nicht, dass ich Geld bekomme, 15.000 Euro waren das damals, die exakt wirklich alle meine Probleme gelöst haben. Ja? Und ich dachte mir, ja, 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 ja. Und Reich Ranitzky sagte, nein, 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 nein. Dieser Scheiß bekommt auch noch einen Fernsehpreis. Ja, nee, nee, ich war ein bisschen traurig, aber für mich war das Erlebnis meiner künstlerischen Laufbahn bisher, also meiner beruflichen. Und es wäre gelogen, wenn ich sage,
Ich finde den Fernsehpreis albern. Nein, ich habe mich richtig gefreut. Das war für mich eine Riesenehre, abgesehen davon, dass meine Probleme gelöst werden. Also Teenage Angst war ein absolutes Herzensprojekt, aber es gibt noch ein weiteres Herzensprojekt. Moment. www.teenageangst.de